Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei June Spice Wars. Der Imperator lässt grüßen. Wir haben gewonnen und wir machen es direkt weiter. Ihr werdet nichts verpassen. Es geht da, wo wir aufgehört haben, direkt weiter. Und dann ziehen wir uns nochmal rein, was wir jetzt für ein Gebiet eingenommen haben. Und dann dürfen wir uns doch, glaube ich, auch einen Bonus aussuchen. Genau, wir machen Autorität. Ja, ich will schneller die Gebiete einnehmen. Aber sowas von. Okay, jetzt haben wir noch irgendwas. Was erhaltet sonst für jede Stimme, die im Landkreis für deine. Jedes Gebäude kann in einer anderen Kaserne ein zweites Mal gebaut werden. Ja, ist auch interessant. Aber, das passt schon. Kann ein Kaserne-Basis mehr einsetzen. Boah, da hätten wir. Dann hätten wir die Möglichkeit. Ja, das ist geil. Wir nehmen das hier. Da haben wir drei Hauptbasen. Ey, wer will uns da noch stoppen? Okay, ihr Lieben, wir haben ein Gebiet eingenommen. Wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Scharmützel, strategische Expansion und Enthauptung. Alter, wie geil, ey. Okay, wir gucken mal, was bringt uns das hier? Erreiche Hegemonie über Falscher Ostwall. Also, wir müssen hier wieder Hegemonie sammeln. Erreiche die maximale Informationsstufe für Haus Eckers, ermorde den Aufseher von Fraktionen. Und hier erziele entweder einen politischen oder Vorherrschaftssieg. Also im Endeffekt das, wie wir gerade gespielt haben. Dann würde ich das hier nehmen. Also, was haben wir denn als Belohnung? Oh, Kraft für militärische Einheiten. Ich meine, das ist auch nett. Aber wir plündern jetzt auch nicht so viel. Was kriegen wir hier? Das ist auch geil hier mit den Entwicklungen. Was haben wir hier? Was führe denn? Aber das haben wir, das ist das gleiche, wie wir gerade hatten. Ne, dann nehmen wir das hier. Weil ich hätte gerne hier Kraft für die Soldaten. Ich möchte natürlich super starke Soldaten haben. Und das ist so wichtig. Und dann sind wir hinter denen. Dann haben wir hier unser Gebiet. Das holen wir später. Alles klar. Auf geht's. Dann wollen wir mal. Gibt nichts Wichtigeres als starke Soldaten. Und hier ist wirklich nur Hegemoniesieg. Das heißt, einnehmen, einnehmen, die Gegner was abnehmen. So wie wir es lieben. Schön. Es wird auf jeden Fall aufregend. Na, schauen wir mal, was wir da so rauszaubern können, ne? Ist auf jeden Fall ein unglaublich interessantes Spiel. Jawohl. The Harkonnens oppressed the folk of Pan and Rabin when they held Arrakis. By comparison, any other ruling power would seem preferable to them. Once we control their villages, they will follow you out of fear of falling into the hands of a house crueler than yours. Oh, wir brauchen auch nur. Wir brauchen auch nur 15, nicht 30. Das ist nicht viel. Das heißt, das geht ziemlich zügig. Lass dich im Randratz feiern. Okay, ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen bis dahin. Aber. Das hört sich gut an. Wir haben zwei Soldaten. Wir greifen auch direkt an. Weil wir haben ja unsere Artillerie noch. Deswegen, ich glaube, dass bis die dann nämlich fertig sind, dauert. Deswegen machen wir hier Attacke. Ja. Unsere Artillerie, unser Hauptgebäude hilft uns. Und dann können wir schnell einnehmen. Das ist schon in Ordnung. Spice gegen Geld. Nee. Nee, nee, nee. Sehr gut. Das Spice hole ich mir so. Ohne kaufen. Weil Geld brauchen wir am Anfang. Sehr gut. Geht auch ziemlich schnell mit dem Dorf einnehmen. Brauchen wir auch direkt hier die gute alte Deluxe-Erntemaschine. Schwere Miliz. Ja, und wir müssen auf jeden Fall brauchen wir wieder Arbeitskraft. Deswegen gehen wir heute erst einmal direkt auf Arbeitskraft. Ohne Arbeitskraft läuft hier gar nichts. Das ist so wichtig.
Okay, die Karte ist verdammt gut. Oh Mann, 15 Hegemonie, das ist. Ach, guck mal, da ist sogar noch eine Rasse dabei, die Schmuggler. Halleluja, ey, das ist ja. Das geht ja ab hier. So, haben wir Flammenwerfer dabei. Nehmen wir. Spice ist gut. Gib mir den Spice. Ah, komm mal aufs Festland. Ich habe Angst, dass du hier gefressen wirst. So, direkt gehen wir weiter und dann kloppen. Oh ja, das mit Forschung. Für jede Forschungsstation. Jawohl, Attacke. Holen wir uns. Wir ziehen durch, ey. Wir sind hier die Brandschatzer. Wir nehmen alles mit. Mach sie nieder, Junge. Mach sie nieder. Oh, geil. Guckt euch das an, Flammenwerfer. Die Burning Elite ist das. Geht ja gar nicht. Wir grillen. Passend zum Osterfeuer. So, hier müsste gleich eine Ernte fertig sein. Und du? Yes. Yes. Komm, mach hinne. Das Spice muss flow. Jo, ey. Gib mir deinen Flow. Wir können hier. Machen wir ein Wasser hin. Wasser ist immer wichtig. So, Autorität brauchen wir ohne Ende. Autorität, wir holen uns noch einen Ernter her. Ich muss echt mehr aufdecken. So, was haben wir denn? Sehr schön. Hier machen wir direkt eine Forschungsstation, damit wir dann auch mehr Geld kriegen. Und ein Soldaten rein geht aber nicht. Haben wir noch Geld? Autorität 100. 100 Autorität. Hier sind 76, da gehen wir gleich hier hin. Ey, das ist ja alles teuer, ey. Was ist denn mit euch, ey? Irre. Ich brauche mehr Arbeitskraft. Aber wenigstens schon mal einen Distanzkrieger rein. Oh Mann. Wir können die Zeit ein bisschen schneller machen. Ich glaube, das ist absolut in Ordnung. Ach, guck mal, hier ist auch. Solari, den brauchen wir. 100. Boah. Teures Schmuckstück. Aber gut, wir sind auf jeden Fall schon gut dabei. Ah, was haben wir hier? Ein Krieger. Holen wir, und was ist das hier? Auf, nehmen wir mal den Krieger. Wir können jeden Soldaten gebrauchen. Oh, yes. Sinclair, ja. Geh mal aufdecken, Sinclair. So. Erntemaschinenleute können wir noch einsetzen. Autorität. Wir brauchen Autorität. Und wir gehen diesmal auf, nicht auf Krieg, sondern wir gehen auf Hegemonie. Direkt. Wir brauchen unbedingt Hegemonie. So. Das gibt ja auch Geld. Deswegen machen wir gleich noch einen. Das ist schön. Danke. Wir nehmen jeden Soldaten, den wir gebrauchen können. Da haben wir den ersten. Direkt Autorität hoch. Ja, wir müssen echt schnell die Gebiete einnehmen. Jetzt können wir mal gucken, haben wir denn ein Gebiet, was einen Stern hat? Wir haben noch kein Gebiet mit einem Stern. Stern sind ja die, ihr wisst schon, die dann nochmal extra Hegemonie haben, ne? Das kostet 76. Oh ja, okay, wir haben Arbeitskraft. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen mehr Crewmitglieder. Arbeitskraft geht hoch. Gefällt mir. 106. Hier haben wir 100. Ist aber auch nichts Besonderes hier. Was mit dir? Noch ein Soldat nehmen wir. Wir nehmen erstmal alle Soldaten. Können wir mehr einnehmen. Boah, ich finde die Wüste so schön, ne? Gehen wir erstmal hier hin, damit wir uns einfach ein bisschen weiter ausbreiten.
So, können wir hier noch was bauen oder sparen wir? Hier haben wir Wasser. Ich würde gerne Arbeitskraft haben. Schwere Miliz. Und hier möchte ich auch gerne Arbeitskraft. Später haben wir eh genug, aber später, später und nicht jetzt. 100. Ja, hier ist natürlich mehr, ne? Oh, Autorität, saugeil. Wir holen uns das hier. Wir holen uns direkt hier. Dann können wir uns Solaris machen. Wir ziehen uns direkt hier und machen Bam. Autorität-Dinger sind wirklich so wichtig. Jetzt gehen wir auf Forschung. Ziehen wir uns durch hier. Okay, Leute, macht sie nieder. Da sind unsere kleinen Schaluppis dabei. Oh, sind die nicht süß? Was sind das? Fremen, oder was? Fremen-Söldner. Jawohl. Jeder sollte Fremen-Söldner zu Hause haben. So. Hier haben wir ein Erntemaschinengebiet. Hier würde ich dann gleich auf jeden Fall. Hey. Achso. Ist wieder die Ratszeugs hier. Ist jetzt nichts, wo ich Punkte einsetzen würde. Ja, könnt ihr alles haben. Brauche ich gar nichts von. Interessiert mich überhaupt nicht. Nicht mal ein bisschen. Das interessiert mich. Forschung, Handelsanfrage. Der will uns Gold geben für alles hier. Let's talk honestly. Ja, komm, scheiß drauf. Wir brauchen am Anfang echt ein bisschen Gold, damit wir hier ein bisschen was machen können. Jawohl. Das Ding brauche ich hier. Zweimal. Ich habe aber keinen Distanzkrieger, können wir machen. 44, dann holen wir uns danach den hier. Weil wir müssen den haben. Plastahl ist auch wichtig. So, hier können wir dann dieses Silo hinpacken. Haben wir aber noch keine Ressourcen dafür. Aber wir könnten erstmal einen Plastahl. 12 ist auch gut. Brauchen wir. Gehen wir ein bisschen Plastahl. Oh, wir haben kein Wasser. Müssen wir gleich mal wieder ein Wasserding bauen. Was mit dir? Du hast Landebahn 3, ne? Dann machen wir für dich gleich Wasser. Okay, das ist schon mal fertig. Dann würde ich sagen, Solaris ist ja unser Hauptding, weil wir müssen ja Geld haben. Und wir haben immer noch 1900 erst. Wir sind aber am Führen, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ah ja, und ja, wir gehen jetzt erstmal hier. Pack mal einen Arbeiter rein, damit wir ein bisschen mehr Geld kriegen. Ah, Hegemonie erreicht. Ja, sauber. So, können wir direkt, wenn wir die Dinger bauen hier, aber die sind schlecht hier, das ist wichtig. Und was haben wir dann davon? Einfluss und Aufklärung. Das ist alles, was man nicht braucht. Das ist Kacke. Ne, wir setzen einzeln. Einzeln. Wir brauchen 500 Plastahl. Und dann gehen wir direkt auf Hegemonie und Wissen. Okay, hier baue ich jetzt ein Wasserding. Einfach nur, damit wir Wasser haben. Autorität ist immer sehr wichtig am Anfang, damit wir halt schneller einnehmen können. Habt ihr jetzt schon mittlerweile mal ein Gebiet gefunden, wo ein Stern dran ist? Hier ist ein Stern. Das heißt, wir müssten eigentlich das hier nehmen und dann das, weil hier gibt es auch wieder Spice. Naja, dann gehen wir und holen uns das. Hier können wir Spice kaufen, will ich nicht kaufen, weil Geld brauchen wir und Spice ist jetzt nicht so wichtig. Noch nicht. Ah, hier ein Siege. Können wir später wieder plündern. Oh, hier haben wir Plastahl gegen Autorität. Ah, Plastahl haben wir. Haben wir nur leider nicht. So, zweimal Milizen rein. Langsam kommt auch. Ui, was haben wir hier? Oh, schön. Forschung. Nehmen wir 90 haben wir.
98. Könnten auch den hier holen. Und hier ist sehr interessant Brennstoff. Aber wir müssen tatsächlich Spice haben. Die Schmuggler wollen quatschen mit uns. Ich brauche jetzt keinen Einfluss, danke. Einen Siege. Da können wir später holen. Nein. Yes, wir nehmen wirtschaftliche Entdeckung. Da sind wir eh gerade dran. Aber wir holen... Ne, wir müssen direkt hier hin, ne? 162. Und du kostest uns 114. Oder wir gehen hier hin und dann einen weiter. Ja, wir nehmen den hier mit. Komm, dann haben wir einfach das Gebiet. So, du brauchst das Ding hier. Wir brauchen die Kohle. Kohle, Kohle und nochmals Kohle. Wasser, Wasser. Wie viel hast du? 3. Aber hier können wir auch noch so ein Wasser... Ne, haben wir schon. Haben wir schon so ein Wasserding hier. Fast erforscht. Sehr gut. Ich will jetzt erstmal hier dieses Fegumundi-Ding haben. 500. Können wir mal eben gucken. Hat einer von euch... Klarstahl, danke. Und dann geben wir ein bisschen Geld. Yes. Dankeschön. Und dann brauchen wir direkt Hegemonie. Tägliche Hegemonie ist sehr wichtig. Ja, die Gegner holen nämlich auf. Und wenn ich eins gelernt habe, ist... Das ist blöd, wenn die Gegner aufholen. Sehr gut. Und hier, wir machen erstmal wirtschaftlich, damit wir Kohle kriegen. Sehr gut, einnehmen. Das ist auch wichtig. Ja, wir brauchen Autorität ohne Ende. Oh, wir können wieder ein bisschen Erntemaschinenleute einsetzen. Denn wir brauchen das Geld. Guck mal, da gibt gleich ordentlich Zaster, wenn wir da Leute drin haben. Zasta. Hier könnten wir... Ah, haben wir keinen... Können wir gleich so ein Ding bauen, damit die Erntemaschine besser abgeht. So. Hier produzieren wir auch mal ein bisschen Solari. So, was haben wir mit dir denn hier? Du hast gar nichts? Ja, wir haben keine Ressourcen. Aber wir haben wieder ein Gebiet eingenommen. Das ist schon mal wichtig. Das sind 3600. Kann sein, dass wir dann nachher auch Krieg führen müssen. Witzig ist, dass die Schmuggler gar nicht zählen dazu. Die sind absolut egal. Es geht nur um die drei. Die Schmuggler sind einfach nur da und nerven. Könnten noch ein bisschen Arbeitskraft, ne? Oder ne, wir machen mal Wasser. Wasser ist gut. Müssen immer Wasser haben. Oh ja. Gehen wir mal hier drauf. Arbeitskraft. Kriegen wir. Sehr gut. Alles sehr gut. Können wir erstmal die Dörfer wieder alle voll besetzen hier. Okay, ich werde angegriffen. Ich habe nur zwei Leute hier drin. Das ist nicht gut. Ich glaube, das... Aber wir haben die Königliche, aber ich guck mal. Ja, ja, die schießt auch. Okay, alles gut. Falscher Alarm. Alles gut. Die machen das. Hier wollten wir ja das Ding bauen, ne? Spice-Produktion für die Nachbarn. Und dass die gut abgehen. So, gleich haben wir das hier fertig. Sehr, sehr gut. Und dann gehen wir wieder wirtschaftlich. Jetzt müssten wir auf jeden Fall gleich Hegemonie plus kriegen. Okay, kriegen wir nicht. Da steht 15. Und Wissen. Okay. Oder müssen wir da erst ein Gebäude für bauen? Das ist nur Wissen.
Hier gibt's Hegemonie. Erfordert wertvolle Schmuckstücke und Spezialregionen. Ach so. Können wir nur eine Spezialregion bauen. Okay, dann brauchen wir wirklich mal eine. Oh, hier ist schon ein Gegner. Spezialregion haben wir hier. Hier ist eine Spezialregion, ne? Ja. Brauchen wir erstmal das hier. Aber das will ich mir holen, die Autorität. 39 dazu. Brauchen wir ein bisschen Plastahl. Kriegen wir hin. Aber erstmal müssen wir das haben. 178. Aber mehr haben wir nicht. Dann nehmen wir erstmal ein bisschen Geld. Geld ist gut. Ja, die Erntemaschine machen wir voll. Gibt auch Geld. So, Plastahl. Und das hier brauchen wir 178. Wenn wir jetzt gleich noch 30 dazu packen. 40, dann sind wir nah dran, ne? Ja, nicht nah dran, aber ein bisschen näher, ein bisschen. Oh ja, können wir auch gebrauchen. Arbeitskraft. Hier ist nochmal Forschung. Hier ist auch Forschung. Gefällt mir gar nicht, dass die alle so nah dran sind hier an uns. Ja, dich brauchen wir. 178. Können wir den schon verstärken? Sehr gut. Sehr gut. Okay. Und da geht noch nicht. Okay. Hegemonie erreicht. 5000. Sehr gut. Sehr gut. Forschen wirtschaftlich. Sehr gut. Okay. Wir haben 155. Wir brauchen 178. Oh Mann. Ist alles noch so viel. Aber wir brauchen diese Spezialregion hier. Dann bauen wir natürlich auch spezielle Gebäude. Wasser haben wir. Könnten noch mal ein Wasserding machen. Könnten aber auch mal ein bisschen Plastahl machen. Können wir auch gut gebrauchen, ja. Hier können wir gleich auch wirtschaftlich gesehen Autorität machen. Ist nicht verkehrt. So, 172. Wie viel brauchen wir? 178. Ich glaube, das kriegen wir schnell zusammen. Attacke, wir holen uns das Spice. Vier. Dann machen wir nochmal ein Wasserding hier hin. Brauchen mehr Wasser. Oh yes. Wir holen uns die Dinger hier. Macht sie nieder. Wir holen uns unser Wasser. Spice. Und dann holen wir uns die Spezialregion. Jetzt sind wir ein bisschen unter Druck hier mit den Hegemonie. Aber ist okay. Unter Druck arbeitet man am besten. Okay, wir haben eine Forschung. Sehr gut. Wir könnten natürlich jetzt auch hier die Erntemaschinen. Da könnten wir noch mehr. Dann kriegen wir noch mehr Geld. Das machen wir. Da holen wir rein. So. Wir bauen eine Erntemaschine. Verdammt teuer sind die Dinger. Wir haben schon wieder Wassermangel. Wie kann das sein? Wir haben doch gerade so ein paar Wasserdinger gebaut, ja. Überall ist Wassermangel. Muss gleich mal irgendwas Wirtschaftliches bauen, damit wir
dem Wassermangel entgegenkommen. Dann machen wir hier Solari und Wasser. Kriegen wir hin. Na, kann ich noch irgendwas forschen? Habt ihr noch irgendwas Gutes für uns? Ich bräuchte noch irgendwas mit Forschung. Von mir aus auch militärisch. Ja, hab nichts gesagt. Da ist es schon. Sehr gut. Da haben wir auch nochmal militärisch. Kriegen wir hin. So, was möchte denn unser Landsrat? Oh ja, oh. Wir nehmen die Kohle. Wir brauchen die Kohle. Kriegen wir's? Wir kriegen's. Gehen wir ein bisschen Kohle. 4000. Sehr gut. Ja. So, direkt hier. Wir machen erst Autorität. Das ist sehr wichtig, damit wir rucki zucki noch mehr einnehmen können, weil das ist mit das Wichtigste, um halt Punkte zu kriegen. Ne? So, wir müssen dieses Gebiet haben. 299. Die wollen mich doch verarschen, ey. Da brauchen wir ja 100 Jahre. Einsatz. So. Ich nehme jetzt ihn. Und wir werden den Modus aktivieren. Ja, und dann besorgen wir uns noch einen neuen. Machen wir. Und wir haben die Forschung fertig. Und gleich kommt die Forschung her. Sehr gut. Bauen aber auf jeden Fall schon mal hier einen Raketenturm. Müssen alles sichern. Haben wir denn überall Soldaten schon drin? Jawohl. Darf hier auch keine einzige Stadt ohne militärische Versorgung sein. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Können wir auch noch ein bisschen mehr machen. So. Nehmen wir mit. Ein Siege, ja. Können wir gleich mal gucken. Sind aber noch zu schwach zum Plündern. Forschung hier. Militärisch. Debra. Sieht gut aus. Wir müssen jetzt leider Geduld haben und das hier einnehmen. 299. Oh, das ist viel zu viel. Ich suche schon, ob wir hier nicht was finden, wo wir noch ein bisschen Autorität kriegen. Das wäre echt hilfreich. Noch ein bisschen Autorität. Hier haben wir Autorität. Den holen wir uns. Den klauen wir uns. Danke. Danke. Damit wir wenigstens vorankommen. Kohle. Erstmal Kohle nehmen. Ah, die Schmuggler wollen handeln. Nee, danke. Danke, aber nein. Nehmen wir auch. Dann haben wir noch separat. Oh, können die kaiserliche zweite Basis bauen. Brauchen wir aber nicht. Wir brauchen das hier, Wasser. Wasser, Wasser, Plastahl 100. Wir können mal gucken. Kann einer von euch ein bisschen Plastahl handeln? Yo, 3000. Nein, macht das weg. Ja, nehmen wir. Bauen wir jetzt erstmal das Wasserloch hier. Sehr gut. So, aufklären. 140 haben wir. Wir brauchen aber für dieses super geile Gebiet hier 299. Die Hälfte haben wir. Und was soll ich dazu sagen? Es ist einfach zu wenig. Wir brauchen mehr. Haben wir noch irgendwie die Möglichkeit, uns hier na komm, kaufen wir. Vielleicht wenn die Dinger verschwinden, kommen auch wieder neue. Wie
Wir brauchen Autorität. Autorität. Ganz viel Autorität. Du kannst das mal eben holen hier. Dann haben wir ein bisschen. Können wir später Vorräte anschaffen. So, was haben wir denn hier? Wir können echt nochmal ein bisschen Plastahl produzieren. Ja, Wasser wird gerade gesorgt. Für Wasser. Musst du den nicht ins Hemd machen. Oh, noch eine Forschungsstation. Damit das einfach alles ein bisschen schneller geht. Ja, die gehen ja. Die holen auf. Aber wenn wir nachher die fette Region hier haben, dann sind wir auf jeden Fall gut dabei. Da gibt's, ja, nehmen wir. Und was hast du hier? Gar nichts. Was haben wir hier? Also die Börse da wieder. Die gute alte Börse. Na, ich bin gespannt. Gut. Komm, Wasser, gleich haben wir kein Wasserproblem mehr. Sobald das Ding. Und dann kriegen wir hier noch ein bisschen Solari. So. Danke. Haben wir noch was Neues? Hier ist noch was Neues. Ah, Autorität. 250. Ja. 250. Autorität. Da kommen mir so ein paar kleine Irre hier. Ey, wir haben noch gar keinen Raketenturm, das sehe ich. Bauen wir mal einen. Ich meine, ne, wir haben unsere Hauptbasis hier. Gott sei Dank. Aber es geht ja gar nicht. So. Wir haben 299. Ja, wir sind knapp dran. Also gleich ist es soweit. Dann werden wir die direkt einnehmen. So, jetzt kommt wieder die neue Sitzung hier. Oh, das ist gut. Das ist gut. Da bombe ich alles rein. Ob wir es kriegen, weiß ich nicht. Jawohl, das gibt Kohle. Achtet, 200. Das gibt Kohle. Dankeschön. Können wir gut gebrauchen. Haben wir noch ein bisschen Autorität hier irgendwo am Start? Da haben wir es. Okay. So können wir natürlich auch durch, ne? Jetzt gehen wir angreifen. Haben wir nur 4? Oh Mann, ey. Müssen wir vielleicht auch ein paar Sardauka bauen? An Sarduka. Einmal Sarduka bitte. Ohne die brauchen wir gar nicht probieren. Alter, jetzt kriegen wir aber Autorität, bis der Arzt kommt, wa? Jei. Vor lauter Autorität weiß ich schon gar nicht mehr wohin. Können wir gleich 2 Dörfer gleichzeitig einnehmen. Ah, alles geschwächt durch den blöden Sturm. Aber die große Insel holen wir uns noch hier. Na komm. Saduka, Saduka, hey yo yo. Jawohl, die hören schon böse sich an. Fähre, wo kommen wir denn hin? Irgendwo. Okay, ab, mach hier, los. Jawohl. Dann machen wir erstmal die 3 Sachen. Haben wir alles. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Nochmal ein bisschen wirtschaftlich. Dann haben wir das auch weg. Sehr, sehr gut. Können wir gleich mal ein militärisches Gebäude bauen. Bisschen Arbeitskraft und sowas. 400! Eieiei. Ich
bin begeistert. So, hier rüber. Kommt, Leute, Angriff. Yes, und wir machen unsere Erntemaschinen voll. Und ihr seht schon, die Kohle kommt. Die Kohle kommt rangeschossen. So, wir nehmen jetzt auch das Gebäude ein. Wo ist es denn da? Die kloppen sich gerade hier durch den Nebel des Todes. Aber wir haben unsere Saruka dabei. Das läuft. Oh, 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 Saruka. Da können wir wieder abschließen. Dann haben wir gleich wirtschaftlich auffällig. So, gucken wir mal. Boah, ich mag diesen Godzilla-Schweif hier. Dieses geile Pink hier. Boah, die machen auf jeden Fall einen guten Schaden. So, die nehmen wir noch ein. Und dann haben wir unser erstes Gebiet mit 1000 Hegemonie gratis dazu. Ey, der Gegner ist stärker. Hat uns was abgenommen. Wo ist denn der Arsch eigentlich? Ich habe ein bisschen Angst, ey. Dann müssen wir dann hinterher... sind auch schon Grenzen dran hier. Oh Mann, ey. Ich will gar nicht, dass der jetzt irgendwas hier gewinnt. Aber gut, wir waren jetzt auch ein bisschen zurück. So, Arbeitskraft erstmal ran hier. Arbeitskraft ist wichtig. So, dann bauen wir direkt wertvolles Schmuckstück. Wertvolles Schmuckstück. Ja, was ist das, eine Forschung? Wertvolles Schmuckstück. Wo können wir das denn sehen, was das jetzt ist hier? Erfordert wertvolle Schmuckstücke. Was bringt uns das denn hier? Erhalte des Dorfes als Wissen. Dann machen wir erstmal eine Forschung. Wir haben auf jeden Fall damit wieder aufgeholt. Und wir können auch dann wieder Spice, aber wir müssen Brennstoffzellen, brauchen wir auch. 300, wird ja immer teurer, ey. 300, krass. Ja, müssen wir dann echt mal gucken, was wir als nächstes machen. Ist auf jeden Fall noch einiges, wo wir uns hier durchprügeln müssen. Ja, cool, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, machen wir für hier erstmal einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wird auf jeden Fall eine spannende Mission. Wir sind kurz dran, aber es wird eine knappe Kiste. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, eure Wano und ciao.